herzlich willkommen, liebe Zuckerfreunde, zu einer etwas verspäteten Folge heute am Mittwoch. Und wir fangen nochmal mit dem Manager-Modus an. Es ist gerade so extrem nice. Und ich würde ganz gerne sagen, wir fangen nochmal ganz kurz an. Was sagt die Bundesliga-Vorschau gegen Borussia Dortmund? Ja, Victor Ibabo wird wieder derjenige sein, der als erstes auf dem Platz steht, die erste Halbzeit, und dann werden wir Dybala nochmal die Chance geben. Und alle halten dicht in der Affäre um Bakali. Wir sind uns aber einig, in den letzten Posts von euch habe ich ja gelesen oder Kommentare, dass ihr sagt, wenn wir Bakali verkaufen, dann nicht unter 40 Millionen, also 40, 50 Millionen sollte es mindestens sein. Ansonsten wollen wir ihn nicht los. Ich würde ihn auch ungern gehen lassen, weil er einfach ein Top-Talent ist und wir ihn daher günstig bekommen haben. So, wer kennt hier Giovanni Dos Santos? Ich kenne ihn jetzt gerade mal nicht. Wenn ihr irgendwas dazu wisst, ob das ein cooler Spieler ist, dann könnt ihr da mal gerne drunter schreiben. Ja, Matip haben wir natürlich gewarnt, dass er sich ein bisschen am Riemen reißen muss. Und ja, Verwirrung und Ziele, was ist da wohl los? Und dass ich heute ein bisschen, auch ein bisschen später ist und da ihr ja gewünscht habt, dass es wieder ein paar Doppelfolgen gibt, habe ich mir gedacht, werde ich das BVB-Spiel und auch das Hoffenheim-Spiel zusammen in dieser Folge tun. Und wir gehen bis zum Ende der Transferphase, also all das, diese zwei Top-Spiele und das Ende der Transferphase heute in dieser Folge. So, und ich würde sagen, wir fangen wieder an. Wir bleiben natürlich in unserer 4-3-3-pornorösen Formation. Die hat uns im Grunde immer ganz gut weitergebracht. Hat, glaube ich, auch was mit meiner gewissen Art der Spielweise, glaube ich, einfach zu tun. Ja, ich spiele halt ganz gerne über den Flügel, in die Mitte, in den Strafraum hinein und so. Das ist eher so meine Spielweise und daher passt die auch, finde ich, einfach am besten. So, wir sind immer noch schön auf Platz 1. Ja, so sieht's leider in Real Life alles andere als schön aus. Wir müssen gegen Schalke ran, wenn ihr euch noch erinnert. Der letzte Spieltag und nicht mal das, es bringt uns eben weiter. Gewinnen müssen wir das ja sowieso, davon mal ab. Ja, aber es ist ja noch die Frage, wie spielt Stuttgart in Paderborn? Und wie spielt Hannover mit Freiburg? Also alles andere als schön, und ausmalen will man sich's nicht. Und wird die Uhr jetzt wirklich abgenommen? Es wäre einfach traurig. Also einfach, weil es ein Verein ist, das ist einfach, der gehört in die erste Liga. Auch wenn es spielerisch nicht immer so hinhaut, muss man doch trotzdem sagen, gewisse Mannschaften in der zweiten Liga kann man sich irgendwie schlecht vorstellen. Ja? Gucken wir mal hier zum Beispiel jetzt gerade die Formation von Dortmund. Sie spielen eine sehr steile so Spitzenformation. Ja? Das ist immer gewagt und da kommen wir eventuell mit unseren Flügelspielern doch wohl ganz gut ran. Müssen wir mal schauen. Aber zu Mandorn habt ihr, glaube ich, auch noch nichts geschrieben. Der sagt euch wohl, glaube ich, auch nichts. Der junge Mann. So, jetzt fangen wir aber auch wirklich mit dem Spiel an. Kein Rumgelabe mehr. Anstoß hier in der MTech Arena. Hummels wäre ja auch noch so ein Kandidat, den ich mir gut und gerne. Ja. Gut und gerne in der Hamburger Innenverteidigung vorstellen könnte. Ja. Ich glaube, Hummels geht auch schon gut auf die 27, 28 zu, glaube ich. Ist auch nicht mehr einer der frischesten. Man muss ja natürlich immer zu sagen, wir spielen hier schon. In unserer Dings sind wir hier schon in der dritten. Ui, sehr schön gemacht von Matip. Wir spielen hier natürlich schon in unserer dritten Saison. Also von daher. Oh, da haben wir mal in Action. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass er
natürlich nicht zu Dos Santos durchspielen kann. Was jetzt? Aber abseits. Wozu pfeift er das jetzt ab? Mal ganz ehrlich, wozu? Der Torwart hat das Ding doch in der Hand gehabt. Das war doch total überzogen. Also. Turm gut gemacht, zu Weidenfeller wieder zurück, um jegliche Gefahr entgegenzuwirken. Oh, da verliert ihn Bakali dann am Ende doch noch. Schade, schade, schade. Da hätten wir vielleicht doch noch richtig gut durchkommen können. So. Ey, das war doch glattes Foul gewesen. Kein Abseits. Tor. Tor, 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 Tor. Und wieder ist es Victor Ibabo, der sich da gut in Szene gesetzt hat. Und wenn mir das auch manchmal ein wenig zu spät ist, wenn er den Ball ins Tor haut, so schafft er es am Ende doch immer noch. Ne? Wir sehen hier nochmal, bis er sich den Ball gut hingelegt hat und zum Schuss kommt, ist er schon fast vorm Torwart. Und ja, es geht immer so lange gut, solange er den Ball reinkriegt. Ne? So, er macht sich hier gerade so wirklich zum, ja, zum Stürmer Nummer 1. Und wir hatten ja eigentlich, war die Hackordnung ja ein bisschen anders gerichtet. Eigentlich war das ja so gewesen, dass Dybala der Superstürmer bei uns sein sollte und Victor Ibabo ja nur als eigentlich was jetzt? Oh, gerade nicht gegen Hummels, so klein gegen die Große. Für das doch harte Einstellen sieht Bakali eine gelbe Karte. Also habe ich jetzt nicht so gesehen. Vielleicht gucken wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Ja gut, da hat das, also sehe ich jetzt keine Absicht drin. Aber nun gut. Da gut durchgesetzt. Bender. Müssen wir aufpassen. Ah, Thielsmann mal wieder. Jo. Ah, das ging gut aus. Ah, die Vorteilssituation wird doch aufgehoben und ja, Fares Baloui kriegt jetzt hier für seine Grätsche. Sieht er jetzt hier auch die gelbe Karte. Es ist eigentlich ein wenig unnütz gewesen, sich dort die gelbe Karte noch einzuheißen. Da kam Victor ein wenig zu spät, hatte nicht damit gerechnet, dass Gündogan. Aber dann bleibt die Chilio da und kann den Ball oh, Durm. Bakali. Ah. Und da haben wir diesen Mandorn. Aber Thielsmann
Victor gegen Bender. Oh, da laufen sie beide einfach weg. So. Jetzt aber. Oh! Unser Victor Ibabo, da hat er die zweite Tour auf den Schlappen. Wird dort aber im 1-1-Kampf sehr stark bedrängt, damit er dort nicht richtig zum Abschluss kommt. Und ja, somit wird wohl die erste Halbzeit mit einem 1-0 zu bleiben. Er hätte echt früh abgeben müssen. Ja, es gibt doch noch mal die Großkreuz, die Großkreuz-Ecke, also die Ecke von für Hamburg gemacht durch Großkreuz. 5 Minuten Nachspielzeit soll es geben. Wieso? Es waren so viele. Ja, es waren doch eigentlich nicht so viele. Wirklich, Leute. Okay. Also, dass das eben nicht noch einen Elfmeter gegeben hat, da hat Dortmund wirklich sehr großes Schwein gehabt. Ich würde die Situation ganz gerne nochmal betrachten, denn für mich war das eigentlich eine klare Foul-Situation. Wir gehen mal in eine andere Position, lassen das mal gut vorweggehen. Jetzt sehen wir es hier nochmal. Ah, nee, doch. Ja. Ja. Er hat natürlich als erstes. Er hat natürlich als erstes den Ball berührt. Ja, sagt mal, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht sehe ich das natürlich auch ein bisschen zu unparteiisch, ja. Aber war das nicht schon. Allein schon für das gestreckte Bein. Alle wieder in eine Richtung. So, Geier rettet. Kommt da irgendwie? Oh, er kommt nicht mehr ran. So, wir geben zurück. Da haben wir uns den Ball noch mal ein bisschen hingelegt und dann geht er doch ganz knapp vorbei. Ja, vielleicht hätte man vielleicht doch gleich abziehen sollen, aber es war wieder die richtige Situation, also die richtige Aktion in der Situation. Meine Güte nochmal. Manchmal muss ich mir auch echt überlegen. Also es ist, ich kann mir den Job als Kommentator wirklich sehr schwer vorstellen. Also da muss man wirklich die Kunst des Reden haben. Und die ist wirklich sehr schwer. Denn das sehe ich ja auch bei anderen so, wenn YouTuber so zum Beispiel Videos machen oder so, dann ist es wirklich schwer,
so die ganze Folge lang zu reden, den Zuschauer natürlich zu unterhalten und dann natürlich nicht noch irgendwelchen Blödsinn labern. Ne? Das ist es ja noch. Das ist die Kunst des Das ist die Kunst des Redens, habt ihr es gesehen? Ich konnte nicht sprechen. Ich musste das erstmal verarbeiten. Ah, da hätte ich lieber passen drücken sollen, als in den Raum zu spielen. Ach, verdammt nochmal. Ja, das war eben gerade auch nochmal eine ganz knifflige Aktion. Bakali hat es da denn doch mehr mit... Ja, da war doch jetzt nichts gewesen, also jetzt, ne? So Großkreuz zieht ab. Ja, und dann ist es passiert. Dann ist es passiert, der kleine Mann. Der kleine Mann, wer war denn der kleine Mann jetzt, der sich, glaube ich, gegen Mandorndorn nicht durchsetzen konnte? Nee, Dos Santos ist es. Giovanni Dos Santos. Ist jetzt bloß fraglich. Wer war denn der kleine Mann jetzt in der Verteidigung? Wer war das jetzt gewesen? Ich konnte das jetzt so nicht sehen. War das jetzt Gaia gewesen? Der jetzt... kann das möglich gewesen sein? Ich möchte es gerne nochmal sehen. Es ist die Nummer 15. Wer hat denn jetzt hier die Nummer 15? Wo sehe ich das denn überhaupt auch? Lol. Sehe ich das irgendwo? Ich sehe das gar nicht. Verdammt. Die Rückennummer. Ich glaube, das war Gaia gewesen. Einen anderen könnte ich mir jetzt da hinten auch gar nicht vorstellen. So, und jetzt haben wir... ja, ist Gaia. Ich sehe es schon. DP. Es war ja Gaia gewesen. Der ist wirklich so klein, dass der sich dort gegen die Santo nicht durchsetzen konnte. Also Kopfballstärke ist nicht seine... Und es ist wieder der Victor Ibarbo. 2:1. Holen wir uns die Führung wieder zurück. Super Zusammenspiel. Es wird nicht einfach nur raufgebolzt. Ja? Bakali überlegt wirklich, wer steht parat. Und ja, Dortmunds Verteidigung einfach gnadenlos nicht gut besetzt. Lässt Victor Ibarbo dort seinen freien Raum. Bakali sieht das, dass Victor dort komplett ungeschützt stehen tut. Ja, und er braucht den Ball nur noch anzunehmen und babam reinzusemmeln. Wunderbar. Victor Ibarbo mit seinem 13. Tor. Ich denke, da ist wohl allen klar, der hat super Chancen in dieser Saison der Torschützenkönig in der Bundesliga zu werden. Ja? Die Hälfte ist rum und da hast du schon 13 Zähler auf dem Tisch. Läuft ja alles ganz gut, ne? Also von daher, es kann nur noch besser werden. Und im Moment würde ich sogar sagen, ich wechsle nur mal ganz kurz Balui aus, dem möchte ich noch ein bisschen die Zeit geben. Und ja, wir geben mal Green nochmal die Möglichkeit, dort ein bisschen reinzusetzen. Und ich gebe Emre Can nochmal die Möglichkeit. Dann haben wir unsere drei Auswechslungen auch parat. Und von daher alles, alles gut. Wollte jetzt Green eigentlich nicht so noch groß reinsetzen. Ich versuche ja eigentlich noch ihn ein bisschen, wie soll ich sagen jetzt,
loszuwerden. Hört sich jetzt böse an. Ist aber gar nicht so böse gemeint. Oh, Mukta, was war denn da los, Honey? Sonst bist du da so schnell, Alter. Ja, und in der Situation hat Honey da ein bisschen diese Probleme gehabt. So, Duxch kommt jetzt für Mkhitaryan, der wohl für Klopp auch keine super Spiel gemacht hat. Nein! Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt! Oh, Scheiße! Ich hab den falschen Knopf gedrückt! Es war, glaube ich, sowieso, war es abseits gewesen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich hab den falschen... Ich hab Pass gedrückt! Ich dachte, boah, ich hab Pass gedrückt! Ah, oh, verdammt! Ich wollte eigentlich erst mit Honey abziehen, aber dann dachte ich mir, nein, ich will doch, dass Victor da noch ein bisschen mehr kriegt. Ja, war sogar abseits gewesen. Habe ich gar nicht drauf richtig geachtet. Ach, jetzt komm. Wenn sich da Duell ein bisschen reinigt, ne? So, ja, war wohl abseits gewesen. So. Ach, da ist der Durm da. Der hat sich da nicht verarschen lassen. Ja, von Victor. Da hat der Durm auch gedacht, so, na, nicht mit mir. So, und das Ding endet jetzt hier mit 2:1. Wir haben erfolgreich gewonnen. Ja, ich hatte noch erst die Bedenken, so, wow. Kriegt das vielleicht noch irgendein Ding, aber diesmal hat sich Victor Ibarbo richtig gut angestellt. Trotzdem ist Joel Matip heute mit 8,4 trotzdem, auch wenn sie punktgleich sind, der Spieler des Tages. Da hat vielleicht mal die Ansage vom Trainer richtig gut geholfen. Ja, alles im anderen war es ein recht gutes Spiel. Gut und kompakt gegen die Dortmunder gespielt. Ja, der 27 Millionen Einkauf hat sich da noch nicht ganz bemerkbar gemacht. Und ich möchte jetzt noch ganz schnell wieder die andere Formation gehen. Ich würde aber mal ganz gerne in eine so etwas versetztere Formation gehen. Wir versuchen diese mal so ein bisschen. So, jetzt ändern wir mal. Ups. So. Dann machen wir das mal zu. Komischerweise, was mir auch gestern nochmal aufgefallen ist, während des Rennens spiele ich manchmal ganz gerne auf der Xbox und da ist Dybala bei mir komischerweise ST und nicht MS. Ist auch so eine komische Art, ne? So, das ist ja sowieso eigentlich trotzdem eine Flügelposition. Ich würde jetzt ganz gerne dann auch den beiden mal den Vortritt lassen. Dort möchte ich ganz gerne Heuberg haben. Matte möchte ich ganz gerne mal ausruhen lassen. So, da kommen denn jetzt mal wieder. Obwohl rechtes Mittelfeld. Ich möchte ja noch ein bisschen Maximilian Beißer. Ist ja auch wieder so das Problem. Ich möchte da gerne Schuslerf. Möchte die jetzt gerne noch so ein bisschen unterstützen, sodass die noch ein bisschen besser werden. Wir haben ja eh kein Dings. Ostrolek möchte ich gerne noch ein wenig haben. Ich würde jetzt ganz gerne, wo das eigentlich eine ZM-Position ist, ne? Das müsste dann ja eigentlich eher spielen. So, und Diekmeyer dann natürlich auf der rechten Verteidigerseite. So. Und Theo würde ich ganz gerne mal wieder im Spiel haben.
Dann natürlich auch Müller als Ersatz, ja, für Dybala. Ganz eindeutig. Und ja, Williams möchte ich ganz gerne noch als linken Mittelfeldspieler haben. Und dann würde ich sagen, dann haben wir es fast auch schon. Hol noch ein paar andere so. Gieselmann und Contento. Wollen wir die mal alle so reinholen? Dann haben wir da so ein paar. So, das würde ich sagen, das können wir noch so bringen. Ich würde sogar eher sagen, wisst ihr was? Ich würde sogar eher hier ihn lieber mit reinnehmen und dann eventuell noch Jung mit reinholen. Genau. So sieht das gut aus. So denke ich mal, können wir mal gegen Hoffenheim mal spielen. So, wir gehen jetzt weiter noch in der Dings, aber da wird, glaube ich, auch nichts Großartiges mehr passieren. Ja, da kommt jetzt Chile. So, die Frist für die Benennung des Dings ist noch Ende, siehst du. Oh, das müssen wir ja auch noch schnell machen. Das müssen wir ja noch schnell machen. Nationalberufung. So, ja, das ist auch wieder so eine Frage. Wie nehmen wir denn da mit? Ich weiß das immer gar nicht so. Rocco, wie alt ist er? Ich versuche natürlich auch immer halt vom Alter Junge mitzunehmen. Also der ist 24, das ist ganz gut. Vidal war, glaube ich, schon, ja, Vidal war 25, das geht noch. Campos war 23, auch gut. 27 ist auch noch okay. 26 ist auch okay. 23 ist natürlich super. 23 ist auch super. Und 25. So, jetzt gucken wir mal, was ist jetzt hier das Niedrigste? Das Niedrigste ist ein Linksverteidiger mit 70. So, wir sehen jetzt zum Beispiel Vidal, geht es jetzt wirklich nach, die haben 37 Seiten, das geht wirklich von der Gesamtstärke her. Und Vidal ist da wirklich der Stärkste. Aber das Problem ist, der gute Vidal ist einfach 29, aber. Wir haben drei ZOMs, so viel brauchen wir gar nicht, ganz ehrlich. Er ist 30. 21. 30. Oh mein Gott. Ja, da wechseln wir dann mal Hernandez gegen Vidal aus. So mocken wir dann mal. Dann nehme ich den alten Mann dann doch mal lieber mit. Wie gesagt, hier haben wir noch einen mit 67. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir dort vielleicht noch einen besseren Innenverteidiger. Oh, da kriegen wir hier zum Beispiel Gonzales. Auch wenn seine Sprintgeschwindigkeit und Antritt nicht so gut sind, seine Stärke ist umso besser. Ja, er ist schon in der Manndeckung und sowas alles, ist er schon wirklich besser. Aber ist schon 32. Da haben wir noch Martinez. Der sieht in der Sprungkraft auch sehr gut aus. Auch in der Ausdauer ein wenig besser. Aggressivität ist nicht so krass. Ja, Kopfballpräsenz ist bei ihm besser. Auch die Manndeckung ist besser. In faire Zweikämpfe ist er sogar ein bisschen besser. In Grätschen ist er auch besser. Und er ist 30. Conteras. Gucken wir mal gleich mal, wie alt. Der ist 23. Sieht auf jeden Fall besser aus. Wäre Zweikampf ist nicht so gut. Abfang ist eher besser. Da finde ich in Aggressivität. Aber ja, in den restlichen körperlichen Attributen ist Contras nicht wirklich gut. Das ist wirklich, das ist zu schlecht. Und Suarez. Oh. Mei, 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 es ist immer nicht so wirklich einfach. Ich kann es euch wirklich sagen, und der ist schon 29, es ist Toro. Toro sieht schon mal ganz gut aus, ist viel Grün mit dabei, das ist ja schon mal schön, da nicht so viel Grün.
Manndeckung 72, der Rest auch zweimal grün. Ja, wenn der jetzt nicht so alt ist, der ist 26, weil der hat nicht so viele Dings, aber ja, das ist schon, das ist mir schon ein bisschen lieber. Es ist mir wirklich lieber. So, ich glaube, da werden wir auch nicht allzu gute mehr finden. Was haben wir denn hier? ZM. ZM haben wir sogar einen Fuentes, der ist nur, nee, RM. Der ist nur 30. Gehen wir hier zurück. Haben wir noch einen RM vielleicht? Wer ist der? Der ist 31. Meine Fresse nochmal. Ich weiß, ich sollte vielleicht nicht immer so doll auf die auf das Alter zurückgehen, aber ich will natürlich auch, dass die Jungs sich dort noch ein bisschen entwickeln und ich weiß gar nicht, ich quatsche hier schon wieder eine ganze Ewigkeit und wir sind schon bei 30 Minuten. Entschuldigung, das wird jetzt doch nichts mehr mit dem anderen Spiel. Und ich gucke mal gerade nochmal, hier ist Gonzales, ja, aber das ist ja auch dann, ist ja dann auch wieder, nee, das ist doch wieder, ah, ist 32. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Es ist schwerer, als ich gedacht hätte. Hier haben wir einen gleich so einen, aber der hat nicht so viele gute Attribute. Und der ist sogar noch älter. Also es ist wirklich ja, zum Haare rausreißen. Ich würde sagen, das geht das auch so. Ich werde jetzt beenden, wenn ihr vielleicht nochmal irgendeinen kenntut, den wir vergessen haben. Ich kann euch das gerne nochmal zeigen. Hier seht ihr auf der linken Seite, wer alles noch mit im Nationalkader ist. Ich werde das jetzt hier speichern und sollte euch noch irgendjemand einfallen, der vielleicht noch besser ist als diejenigen, die wir jetzt hier im Nationalkader drin haben, dann schreibt es jetzt noch unter die Kommentare. Und dann können wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mit reinnehmen. Und dann sehen wir auch das Hoffenheim-Spiel und die letzten Dings. So, das war jetzt mal eine ganz lange Folge. Ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden und wisst, wo der Daumen hingehört und kommentiert fleißig. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin, liebe Zockerfreunde, und haut rein.